Die Veranstaltung ist hier, weil wir immer Dienstag in der ersten Stunde üben, die Lieder, die Umweltlieder mit Rainer Thor nur in der Musikbox. Also wir singen einfach für die Umwelt. Danke, Sabine. Ich begrüße erstmal euch alle hinter mir. Ich war schon eben so beeindruckt, aber zunächst möchte ich Sie alle ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass wir so ein großes Konzert hier in der Wingst haben können und wir freuen uns, dass Rainer, dass du heute mit uns singst. Die Wingster Grundschule ist seit 2021 beim Greenpeace-Projekt Schools for Earth dabei. Und es ist so großartig, hier zu sein, nachdem jetzt mehrere hundert Schulen beim Schools for Earth-Projekt mitmachen. Und da dachte ich mir, die zwei Projekte, die wir sowieso bei Greenpeace machen, Schools for Earth und Earth Choir Kids, zusammenzubringen. Ich mag singen total gerne. Mein Lieblingslied ist Ozean, weil ich finde das schön, dass das so gesagt wird, dass man die Umwelt nicht verschmutzen darf. Komm, wir setzen ein Zeichen, lasst uns erreichen, dass alle es auch kapieren. Denn so geht es nicht weiter. Du trägst unsere Zukunft in dir. Wir dürfen nicht vergessen, wer du bist. Du verbindest. In jedem Leben schon von Anfang an sieht man die Erde aus dem All. Ist sie ein blauer Ball? Bleibt die Frage, warum machen wir dich krank? Am Wingster Wald, Ilona, Christian und Sabine.